Es ist Samstag um 19.25 Uhr. Schönen guten Abend aus Saarbrücken. Willkommen zur Ziehung der Lottozahlen. Am Mittwoch wurde der Lotto-Jackpot geknackt. Heute geht es bei uns in 6 aus 49 um 4 Millionen Euro und 14 mal so viel, nämlich 56 Millionen Euro, haben gestern im Euro-Jackpot gewartet. So viel Geld gab es in Deutschland noch nie zu gewinnen. Und ob der geknackt wurde, dazu gleich mehr. Jetzt aber erstmal zur heutigen Ziehung. Und da sind Lottokugeln und Ziehungsgeräte natürlich wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß vom Ziehungsteam überprüft worden. Wir können also starten. Ihnen allen jetzt viel Glück. Ja, ich habe es eben gesagt, der Lotto-Jackpot wurde geknackt am Mittwoch. Das Geld ging dieses Mal nach Sachsen-Anhalt. In Summe waren das rund 6,3 Millionen Euro. Glückwunsch dazu. Und wir starten mit der ersten Lottozahl an diesem Samstag. Und es ist die 37. Und daneben gab es auch zwei Spieler mit sechs Richtigen. Jeweils rund 470.000 Euro gehen nach Baden-Württemberg und nach Bremen. Kleines Bundesland, großes Bundesland. Die zweite Zahl, die 14. Und ein glücklicher Gewinner, den gab es auch in der Zusatzlotterie Super 6. Da kann man ja immer mit den richtigen sechs Ziffern 100.000 Euro gewinnen. Und die gehen dieses Mal nach Rheinland-Pfalz. Die dritte Zahl, die 21. Und sechs richtige Ziffern gab es auch für zwei Spieler im Spiel 77. Aber da fehlt ja noch eine Zahl zum großen Glück. Deswegen warten in diesem Jackpot heute 2 Millionen Euro. Und weiter geht's mit der 17. Und jetzt kommt's, der Euro-Jackpot. Der wurde geknackt gestern Abend und zwar von einer Tippgemeinschaft aus Finnland. 10 Spieler teilen sich jetzt 57,3 Millionen Euro. Das ist doch mal was. Und hier die vorletzte Zahl, die 42. Und einen glücklichen Gewinner gab es auch in den USA, nämlich in Kalifornien. Dort hat ein Spieler mit nur 2 Euro Einsatz den großen Jackpot im Powerball gewonnen. Rund 308 Millionen Euro umgerechnet. Und hier die letzte Zahl, die 47. So, und hier nochmal ein Blick auf die eben gezogenen sechs Richtigen an diesem Samstag. Und bei uns geht es jetzt sofort weiter mit der Ziehung der Superzahl. Ich drücke nochmal ganz fest die Daumen. Viel Glück. So, insgesamt haben wir heute 28,6 Millionen Euro in der Ausspielung. Und wie schon erwähnt, 4 Millionen Euro warten heute im Jackpot. Und schauen wir doch mal, welche Superzahl es heute trifft. Am Mittwoch war es ja die 0, die dazu geführt hat, dass der Jackpot geknackt wurde. Heute ist es die 4. So, damit sind alle Zahlen beisammen und jetzt gibt es wie gewohnt den Überblick mit allen Zahlen von heute. Beginnend natürlich mit 6 aus 49, 14, 17, 21, 37, 42, 47 und die Superzahl 4. Und noch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien, die werden hier bereits immer im Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt. Wir beginnen mit Spiel 77. 80 06 077 und noch Super 6 68 61 94. So, das war Lotto am Samstag. Vielleicht war ja für Sie die ein oder andere passende Zahl heute dabei. Wenn Sie irgendwas verpasst haben, dann haben Sie natürlich wie immer Gelegenheit auf lotto.de alles zur heutigen Ziehung dort nochmal zu erfahren. Und weiter geht's wie gewohnt am Mittwoch um 18.25 Uhr. Dann wieder mit meiner Kollegin Nina Assisi. Ihnen allen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie's gut.